Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Das ist jetzt die letzte Folge, die ich für heute aufnehmen werde, weil dann die Pokémon Direct kommt. Und die werde ich auf jeden Fall live sehen. Genau auf diesem Platz hier habe ich das letzte Mal Pokémon gesehen. Und dann haben mich diese Schläger entführt, als ich gerade die Stadt verlassen wollte. Wir sollten aufpassen, die Stadt wäre auch ohne die seltsamen Pokémon ziemlich gruselig. Hoppla, was für ein appetitlicher Trainer. Vergiss doch diese alberne Gans da und bleib bei mir, Süßer. Moment, wen nennst du ja alberne Gans, du aufgedonnerte Schnepfe? Ha, wie die sich aufregt. Du bist echt peinlich. Ich ziehe dich da nur aus purer Langeweile auf. Außerdem stehe ich überhaupt nicht auf Typen wie dein kleiner Freund hier. Oh, jetzt reicht's. Nö, zeig, was für ein Mann du bist. Mach die Schnepfe fertig. Du sollst mich fertig machen? Ha, dass ich nicht lache. Komm, lass uns ein wenig spielen. Nur nicht so schüchtern. Okay. Schlupfhook und Zubat. So. Also, bis auf Zubat. Konfusion ist sehr effektiv auf Schlupfhook. Hier preist sogar. Ich könnte mal die Pokémon wechseln eigentlich. Bisher habe ich noch keinen Grund dafür gesehen. Und die hat gar keinen finsterer Aura. Pokémon. Was sagt die? Du machst ja ernst. Du wohl nicht, oder wie? Ich wollte doch nur spielen und du nimmst alles gleich so ernst. Also findest du nie ein Mädchen, das wirklich zu dir passt. So, das sind jetzt einige Kämpfer. Willkommen auf dem Duellplatz, wo den Heususen das Heulen vergibt. Hier versammeln sich die härtesten der Harten. Wie sieht es aus? Hast du Lust mit mir zu kämpfen? Jupp. Sehr schön, ich mag Leute, die sich nicht lange bitten lassen. Und los. Und noch ein Biker. Noctu und Ladybar. Ich glaube, Noctu hat hier eine dunkle Aura. Genau. So, ich besiege erstmal Ladybar. Ach, das reicht leider nicht ganz. Ich mach mal einen Biss. Ah, ne, ich mach lieber einen Biss auf Ladybar und dann Konfusion auf Natur. Sieht auch wieder nicht so viel ab. Diese Krypto-Pokémon sind echt stark. Ach, er hat noch einen Wingull. Zack. Okay, okay. Ich würde gerne mal einen Pokéball probieren. Also bis auf Wingull und... ein Pokéball, genau. Auf Noctu. Komm, bitte, 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 bitte. Eins. Ah! War leider nix. Ja. Ich mache noch ein Biss auf Noctu. Und rufe Psyana. Pokéball nochmal. Ich hoffe mal, dass diesmal drin bleibt.
Okay, du gefällst mir, ich werde dir ein Geheimnis verraten. Attacken im Furien-Modus treffen leicht ans Schwarzsein, überrascht? Wieso haben diese Typen überhaupt nur solche Pokémon? Ich bin sicher, die Stadt hat ein düsteres Geheimnis. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich die Chance habe, dieses Pokémon noch zu fangen. Ach, hier ist gar kein Pokémon Center, oder? Ja. Muss ich das kurz vorher machen? Kann ich jetzt noch mal gegen den kämpfen oder wie ist das? Das mache ich mal offscreen. Höhö, du wirst dir nicht die Attacken meiner Pokémon ansehen, bevor du weiterreist? Doch, doch. So, so, das ist die richtige Einstellung. Da mach dich auf etwas gefasst. Artist Shelly. Vati und Knilz. Ich glaube, Vati hat eine dunkle Aura. Konfession auf Knölz. Ah, ich hab gehofft. Es reicht aber. Anscheinend nicht. Alter, das war echt bitter mit Noctur. Oh nein, ich hatte vorhin andersrum. Ich hoffe mal, das reicht jetzt für Knölz. Komm schon nach Tara. Yes. Gut, Items. Mach ich mal einen Pokéball. Items. Mach ich mal noch einen Pokéball. Achso, es geht nicht. Ja, verständlich. Zack. Komm schon, komm schon, komm schon. 1, 2, 3. Nice. Du bist wirklich besser als ich dachte. Du bist ziemlich gut, ich sollte dir wohl ein Geheimnis über Pokémon-Attacken verraten. Die Attacke Kryptoschlag fügt allen Pokémon unabhängig vom Typ gleich großen Schaden zu. Der Kampf wird also leichter, weil sich der Gegner nicht abhängig vom Typ des Gegners verändert. Alles zum Thema Kryptoschlag. Ich verwende jetzt mal so ein Pokémon. Wenn du auf dem Duellplatz einen Trainer ansprichst, dann gibt er dir es darauf nur eine Antwort. Achso, ein Kampf wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Myrapla und Hupplupf. Da ist natürlich jetzt Loplatt eher schlecht. Ah! Egal, ich bin trotzdem mal drin. Ich habe sowieso nur Kryptoschlag. Auf Myrapla. Oh, verwirrt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Okay, irgendwie Furie-Modus. Ich mache noch einmal Konfusion und dann einen Ball. Okay, okay. Oh, es reicht. Es reicht. Oh, sie hat einen Pudox. Und Konfusion auf Pudox. Müsste reichen eigentlich. Also auf Pudox. Ah, leider nicht.
Items. Nochmal den Superball. Fuppelopf. Vielleicht wird es diesmal ja was. Yes. Yes. Nein, ich habe verloren. Das war ein Wahnsinnskampf. Ach, ich liebe starke Kerle. Wenn du wieder Lust auf einen Kampf hast, komm nie dazu. Geh ich lieber nochmal kurz heilen. Ach so. Ne, da habe ich keine Lust zu heilen. So, wer bist du? Ja, willst du mit mir kämpfen? Ja. Großartig, greif mich aber an, aber mach dich auf das Schlimmste gefasst. Genau, so geht der Satz. Habe ich gegen dich schon? Ne, habe ich nicht. Ich glaube, der sah noch genauso aus. Okay, diesmal ist es Traunfugier. Und ich mache meine Konfusion auf Traunfugier und hoffe, dass es überlebt. Zickzacks habe ich schon mal. Eneko. So, Traunfugier wieder Schubball. Oh, das reicht sogar. Geh ich mal auf nach Tara. Mein Ziel ist natürlich, alle Pokémon zu fangen. Also alle Krypto-Pokémon. Ich weiß nicht, ob Krypto-Schlag dann besiegt. Ich mach mal jetzt Biss. Ich mach Biss. Bitte. Oh Mann. Okay, Angriff gesenkt ist vielleicht sogar gut. Und den Superball wieder mal. Bitte. 1, 2, 3. Yes. Greif an. Oh Mann. Komm schon, komm schon, komm schon. So, jetzt wird's aber was. Gut. Uwa! Jetzt habe ich so gründlich verloren, dass ich aus dem Furio-Modus ganz rausgekommen bin. Wusstest du das schon? Wenn ein Pokémon im Kampf in den Furio-Modus gerät, musst du es nur rufen und es wird wieder normal. Okay. Ich dachte, der Furio-Modus wäre gut. Habe ich mich da verlesen? Ist aber auch egal. Das war's mit der Folge. Ich werde dann noch... Ich weiß nicht, ob ich das reinschneiden werde, aber ich werde auf jeden Fall noch das Pokémon fangen. Was ich brauchte. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.